Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Visier 93 Trovo mit der nächsten Ausgabe von Pokémon Platin. Und zwar haben wir im letzten Teil die Zerrwelt überstanden. Wir haben die Welten gerettet, indem wir Giratina gefangen haben. Nun dachte ich, könnten wir nach Sonneweg, aber der Typ steht immer noch hier. Mir war danach natürlich dann auch eingefallen. Ja, ich muss ja zum Professor. Professor Eiber hat die Sündige gemeint. Nur leider habe ich das nicht bedacht und hatte deshalb KitKat abgelegt. Und nun muss ich erstmal den ganzen Weg zurückfahren, damit ich erstmal nach Wurzel, nein, nicht Wurzel, da nach Sandgäme, fliegen kann. Meine Güte, meine Güte. Ich hatte es eigentlich abgelegt, weil ich ja weiß, dass in der nächsten Arena Elektro-Pokémon eingesetzt werden. Das heißt, auch wenn ich es jetzt in Kämpfen trainiere, ich muss nicht unbedingt ernst sein. Wobei, eigentlich hätte ich das für Slicer gar nicht mitnehmen müssen. Das ist die Sache. Welches von den beiden würde ich dann eher mitnehmen? Wahrscheinlich dann doch eher KitKat, weil unter den Elektro-Pokémon könnten sich auch Magnetilo oder Magneton befinden. Und das ist ein Schlag gegenüber Kampfattacken. Okay. Ich schätze mal, das wären die Pokémon, die ich in der Arena einsetzen würde. Ja, auf jeden Fall. Chargon möchte ich jetzt natürlich noch gut trainieren, damit es sich dann letztendlich dann komplett weiterentwickelt hat. Level 44, Level 48 entwickelte sich. Ich habe ihm extra den App-Dialer gegeben. Okay, dori, okay. So, damit wir wissen, das war jetzt wieder der falsche Ort. Damit der Professor weiß, es geht uns gut und damit er weiß, was war denn da bitte passiert. Ach, stimmt, ja. Stimmt, wir sollten da ja hingehen. Sollten uns darum kümmern und seitdem hatten wir uns ja nicht mehr gemeldet. Ja, doch, dann nachts. Ich mach's mir auch unnötig kompliziert. Deshalb macht das auch Sinn, dass wir erstmal zum Professor gehen sollen, damit er wirklich weiß, was vorgefallen ist. Und nicht einfach so, weil, ja, einfach mal so. Okay. So, werden wir vielleicht auch auf Simon treffen? Da! Haben die etwa vor der Tür gewartet? Oh, gleich kommt er. Ich spüre es in den Knochen, gleich kommt er. Chovo, du bist wieder hier. Und ich bin sprachlos. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Noch nie in meinem 60 Lebensjahren hat mein Herz so laut geschlagen wie heute. Der Professor hat eine Menge Dinge überprüft, nachdem du weg warst. Er hat sich große Sorgen um dich gemacht, Chovo. Er hat sogar Bekannte um Hilfe gebeten. Und jetzt? Chovo, ich bin so froh, dich in Sicherheit zu sehen. Willkommen zurück. Oh ja, da war noch etwas, das ich dir sagen wollte. Die drei Pokémon der Seen sind offenbar an ihre Ursprungsorte zurückgekehrt. Und nun erzähl, wie ist es dir ergangen? Der Pokédex? Oh, du hast 170 Einträge! Und wie viele Orden hast du? Sag bloß, ich glaube, ich mache seine Stimme ganz falsch. 7 Stück! Da bleibt dir nur noch die Arena von Sonneweg. So weit bist du schon gekommen. Wieso gehst du nicht noch nach Sonneweg und holst dir den Orden? Wegen dem Typen, der da die Sperre macht! Aber natürlich, jetzt wo ich mit Ihnen gesprochen habe, Herr Professor, wird wahrscheinlich alles in Ordnung sein. Du kannst auch die Pokémon-Liga herausfordern. So erweiterst du deinen Horizont wie nie zuvor. Und bedenke nur die neuen Pokémon, denen du auf deinen Wegen begegnest. Dankeschön. Nur für diese Info. Na gut, auch die Info, dass die Seen-Pokémon nun zurückgekehrt sind. Und nun wären wir in der Lage, sie zu fangen. Das würde uns nun freistehen. Lucifer habe ich ja jetzt in meiner Box. Ich werde ihn aber diesmal, denke ich, wirklich, ja, in der Box lassen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich ihn für diese Arena mitnehme, aber, lassen wir es gut sein. Wir haben es gesehen, ich habe es gefangen. Heutrio, die Welt ist wieder im Lot. So. Und nun können wir endlich nach Sonneweg gehen. Dazwischen liegt erstmal noch eine Route, dann ist dort die Arena und dann, jo. Dann würde danach das nächste Ziel lauten, Pokémon-Liga. Was wiederum bedeutet, dass ich erstmal trainiere, bevor dann das Finale des Let's Plays kommt. Oh. Wie lange habe ich für dieses länger gebraucht als für das andere? Ich glaube nicht unbedingt, oder? Doch, 42 Parts und das ist jetzt Part 35, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, 35. Bin ich mir definitiv sicher. Vielleicht brauche ich sogar weniger Parts. Okay, gehe ich lieber den Weg entlang oder den Weg entlang? Ich glaube, ich müsste mit gar keinem von denen kämpfen. Das könnte ich eigentlich offscreen machen, oder? Warum eigentlich nicht? Hast du mich im Sand stöpfen gehört? Hör mal, sag's mir, welche Pokémon du hast.
Ich kann sie dir auch zeigen, kleines süßes Mädchen. Das kam jetzt blöd rüber. Plansche Helen. Och, Helen. Blank. Halt die Klappe, Joe, sonst sagt man doch was Falsches von dir. Oh, über Level 40 sind diese Pokémon jetzt. Ja, ja. Im Moment kann der wirklich... Ein Volltreffer jetzt. Dankeschön, das Timing war sehr perfekt. Und was wollte ich gerade sagen? Du bist so stark. Ich bin sprachlos. Du redest immer noch. Da können meine Pokémon gerade so mithalten. Ja, gerade so, gerade so. Ich möchte mich nur an einen Barmelin klammern und das Wasser genießen. Ja, und dann kommt eine Welle, große Welle, und dann macht es blablabla. Okidokiloki. Ich könnte einfach an den vorbei. Ja, ich glaube, ich mache es einfach lieber offscreen, dann kann ich mehr in diesem Video zeigen. Ich habe einen großen Traum. Ich möchte gegen jedes Pokémon auf der ganzen Welt kämpfen. Das ist ja ein ähnlicher Traum wie meiner. Ich möchte jedes Pokémon auf der Welt fangen. Beziehungsweise entwickeln, züchten oder tauschen oder je nachdem. Aber du möchtest gegen jedes kämpfen. Mit einem Wingull. Na, ob das denn so gut klappt? Naja, manche Pokémon konntest du damit besiegen, aber ein Panferno? Sieht nicht so aus. Okay. Ach, langsam kommt diese Reise wieder ihrem Ende entgegen. Es erfüllt mich mit Freude. Es erfüllt mich aber auch ein bisschen mit, ja, wie sagt man immer, wenn ein Spiel zu Ende geht, ein bisschen mit... Oh, ein bisschen traurig schon. Deswegen immer so, aber ich denke mir, diesen November diesen Jahres kommen ja schon die nächsten Pokémon-Spiele raus. Und da denke ich mir, ja, darauf freue ich mich extrem. Und ich meine, es heißt ja noch nicht vorbei mit Pokémon-Spielen auf meinem Kanal. Ich werde ja danach Pokémon Weiß anfangen. Und natürlich auch Pokémon Weiß 2. Was ja besonders ist, ja. Das erste Pokémon-Spiel mit einem... Also der Hauptreihe mit Zahlennamen. Ja. Besonders. Und darauf freue ich mich ja schon. Weil einfach, es ist so, die Pokémon-Spiele der 5. Generation haben auf mich haben sie eine ganz besondere Wirkung, weil es ist ja so, in der 5. Generation, ja, am Anfang des Spiels, bevor man die Pokémon-Liga nicht geschafft hat, kann man nur Pokémon der neuen Generation treffen. Das ist also so ähnlich wie die allerersten Pokémon-Spiele, wo man neue Pokémon trifft, die man vorher noch nie gesehen hat. Und so wird es da dann auch der Fall sein. Man sieht nur Pokémon der 5. Generation. Und es gibt da ziemlich viele. Ich glaube, das sind auch ein bisschen mehr als 150, also knapp genauso viel wie in der ersten Generation. Das ist einfach so, neue Generation, komplett neue Pokémon, neue Abenteuer, dülüdü. Ach je, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, während ich hier geschwärmt habe. Und einfach die Art und Weise, wie dann die Grafik in den, ab der 5. Generation ist, das sind ja dann keine Standbilder mehr, sondern ständige Animationen. Die Pokémon sind ständig in Bewegung. Und die sieht einfach gut aus. Der sieht gut aus. Und ich finde, es gibt Pokémon, die sehen wirklich gut aus. Also in meinen Augen. Wobei es ist irgendwie... Das ist halt so, ich mag Pokémon so sehr, ich versuche wahrscheinlich gar nicht so drauf, auf das Negative zu achten. Es gibt natürlich Sachen. Ist klar, zum Beispiel in der allerersten Generation, was ist da ein Negativpunkt, den ich nennen würde? Man muss manuell die Box wechseln. Ansonsten kann man keine neuen Pokémon reinsetzen. Wenn man dann denkt, oh, ich habe ein super Pokémon und die Box ist voll, ja, dann geht's nicht. Leider. Das war etwas, was ich nicht gut fand. Naja. Ich habe zwar verloren, bin aber einen Schritt näher daran, meinen Traum wach zu machen. Dankeschön. Ich habe auch ein paar neue Pokémon gesehen. Dankeschön für das Weitermachen von meinem Traum. Was auch immer geschieht, verliere nie deinen Traum aus den Augen. Oder meine Träume. Sicher schön. Und ja, jetzt sollte ich wahrscheinlich mich lieber auf diese Generation konzentrieren, bis die 5. dann losgeht. Müsste ich die Arena von Sonnewick in einem Wort beschreiben? Schock, hier in der Elektrizität, das sind zwei Wörter. Ups, das waren zwei Wörter. Elektrifizieren würde doch reichen, oder? Sonnewicks Arena-Leiter Volkner langweilt sich in letzter Zeit sehr. So erzählt man es sich jedenfalls. Wir brauchen dringend starke Trainer, die ihn herausfordern, damit seine Langeweile ein Ende hat. Manche Leute kommen nämlich auf die seltsamsten Ideen, wenn sie zu viel Zeit haben. Ui.
Ach, Ignaz, so heißt er doch, glaube ich. Das ist einer von den Top 4. Hey, Trainerkollege! Deine Pokémon sind in ihren Pokébällen gut aufgehoben. Aber das verbirgt ihre Aura nicht. Sie sind ganz schön zähe Kerlchen. Oh, entschuldige, ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz. Ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Da sagt das natürlich. Dankeschön, dass du es wiederholst. Ich habe da so eine Idee. Vielleicht könntest du das erledigen. Es geht um den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus und den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Und dann der Stromausfall hat seiner Alarm sicher auch nicht geholfen. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Ich möchte, dass du ihm einen Kampf lieferst, der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt. Ich verlasse mich auf dich, Heißborn. Und nun gehst du wieder in die Stadt rein? Du hast also irgendwie gewusst, dass ich komme, oder wie? Was? Sonnenweg? Solares Leben. Ach. Schön. Und das Schöne ist auch, hier sieht man eine Verbindung zu der Johto-Region, weil man hier nämlich die Jasmin trifft, eine Arenaleiterin aus Johto. Aus Ulviana City heißt der Ort, glaube ich. Ist lange her, ob ich mich da genau dran erinnere. Naja. Dies hier ist eine große Stadt am Meer. Außerdem ist es das Tor zur Pokémon-Liga. Ich sollte wahrscheinlich erstmal zum Pokémon-Center gehen, damit ich dort sozusagen einen Safe-Bound habe, damit ich wieder dort gespawnt werde und danach... Ihr kennt es ja mittlerweile. Erstmal die Stadt erkunden, vielleicht kriege ich gratis Items, neue Infos, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, ein paar lustige Gespräche und danach würde ich wahrscheinlich im nächsten Part die Arena dann in Angriff nehmen. Sollte ich das mit meinem Pokémon hinkriegen? Ich denke ja, ich meine, ich habe Shargon. Shargon ist im Grunde diesmal mein Ast im Ärmel. Ein Drachenboden-Pokémon. Heiho! So. Gute Hausfrau, sind Sie etwa gerade auf dem Weg zum Markt? Die Stadt verbraucht viel Strom. Vor allem der Leuchtturm und die Arena sind wahre Stromfresser. Am Ende haben sie einen Teil der Straße mit riesigen Solarzellen gepflastert. In Sonneweg scheint ständig die Sonne. Daher ist das System einfach perfekt. Es scheint ständig die Sonne? Moment. Wenn es ständig die Sonne scheint, wie können hier dann Büsche stehen? Die brauchen doch auch Wasser, die brauchen Regen, oder? Und das sind wahrscheinlich die Solarzellen, diese Straßen, oder? Vermute ich mal. Ich dachte, es wären einfach nur Brücken. Naja. Der Arenaleiter übertreibt es mit der Elektrizität. Er muss auch mal an die Stadt denken. Die braucht doch auch Strom. Also? Leuchtturm, Leuchtfeuer, Sinus. Wieder aufwärts! Bisschen schneller, bitte. Dankeschön. Da haben wir den Arenaleiter. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonneweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich die Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich fertig renoviert, also hält mich hier nichts mehr. Vor allem will ich Kämpfer austragen, die mich wieder fordern. Als härtester Arenaleiter in Sinnoh werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich schicken. Wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß er nochmal? Ist es nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann? Irgendwann werde ich zusammen mit meinen Pokémon diese fernen Gegenden bereisen. Was sieht man denn? Shogo wirft einen Blick durch das Fernglas. Oh, Tatsache, man sieht die Pokémon-Liga. Schöne Animation. Schön. Warum haben eigentlich jetzt die Pokémon-Liga sowas Kirchenhaftes? Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Dankeschön für die Info, das wusste ich vorher schon. Volkner, genau. Volkner heißt er. Volkner, der Arenaleiter von Sonneweg. Jetzt weiß ich es wieder. Wie habe ich das nochmal in den Zusammenhang gebracht? Volkner, Volk, von Volt? Könnte sein. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Syrus kam ja sogar aus dieser Stadt. Pokémon-Fels, Sonnewegs Kulturerbe. Welchen Pokémon sieht's ähnlich? Erratet ihr es? Ich sag's in 1, 2, 3... Ist es ein Mamfaxo? Jawohl, das sieht man doch. Dieser riesige Fels, ist das nicht ein Pokémon? Wenn du das Schild liest, Pokémon-Fels, man könnte meinen, ja. Und ein Donnerstein, aha. Habe ich ein Pokémon, was sich mit einem Donnerstein entwickelt? Evoli würde sich entwickeln, aber ich habe jetzt keins. Nee. Na gut. Monas Haus, Bänder für jedes Pokémon.
Ich glaube, das war, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dann kriegt ein Pokémon ein Band. Ich glaube, die kennen Syros, oder? Ich hörte, Team Galactic führt nichts Gutes im Schilde. Aber hier in Sonnewick hatten wir noch niemanden von dem Team gesehen. Doch selbst wenn sie kommen würden, an unserem Arena-Leitner Volkner kommt keiner vorbei. Warum haben sie hier niemanden gesehen? Es war seine Heimatstadt, die wollte er wohl in Ruhe lassen. Vor langer Zeit lebte hier ein Junge namens Syros. Er mied die Menschen, fühlte sich in der Gesellschaft von Maschinen wohler. Ich erinnere mich noch, er war ein guter Schüler. Was war aus ihm wurde? Jo, der ist in der Zellwelt verschwunden. Ja. Er ist verloren gegangen. Da steht die Jasmin. Da unten steht sie. Reden wir mit ihr? Natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das sofort. So. Steht da noch was? Ein weißes, unbeschriebenes Schild. Von beiden Seiten. Los, gib mir mal den Marker. Ich hab was auf der Seele, auf dem Herzen. Menschen und Pokémon passen ihr Leben jeder Umgebung an. Wir alle tun das. Nur so überleben wir. Das ist das harte Leben. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, wenn du den Arena-Orden nicht hast, musst du wieder umkehren. Ja, natürlich. Sonnewick mag große Auswahl an Stickern. Brauche ich Sticker? Für die Bälle? Nein, danke. Okay, das war was für den Untergrund. Das habe ich gar nicht mehr in Anspruch genommen. Ich denke, das ist einfach für mich ist es in dem eigentlich nicht so interessant. Okay, meine Damen und Herren. Ich hätte sogar noch Zeit. Dann gehe ich doch gleich wieder zur Arena. Und dann kann ich auch schon mal kämpfen und dann im nächsten Mal den Arena-Kampf und vielleicht die Fahrt zur Pokémon Liga, was weiß ich. Oder schauen wir mal, wie viel Zeit ich mir jetzt noch bleibt. Wenn man die früheren Spiele nicht gespielt hat, würde man sie wahrscheinlich nicht erkennen, dass dies ein Charakter aus dem früheren Spiel ist. Ich finde die Vorstellung schön, dass diese Regionen sind ja einfach nicht nur sie existieren in ihrer Welt, sondern sie haben alle eine Verbindung. So wie man jetzt sieht, dieser Region hat auf jeden Fall eine Verbindung zur Johto-Region. Und somit, weil die Johto-Region eine Verbindung zur Kanto-Region hat, hat sie auch eine Verbindung dazu. Weiter bim, bada bum. Pokémon Arena Sonnewick, Arena Leitner Volkner, ein elektrisierendes Erlebnis. Britze und deshalb... Deshalb sehen deine Haare so aus? Mich also doch. Hey, du da! Er ist endlich zurück! Außerdem scheint er motivierter zu sein als sonst. Vermutlich hat er schon bemerkt, wie hart es mit dir sein wird. Ich wette, er kann es kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk dran, was du zu tun hast, Heilsporn. In der Hitze des Gefechts springt der Funke der Kampfeslust auf ihn über. Na dann los, Heilsporn. Ich warte auf dich in der Pokémon-Liga. Könntest du bitte aufhören, mich Heilsporn zu nennen? Ist zwar nett, dass du mir einen Spitznamen geben willst, aber das ist nicht einer, der mir wirklich gefallen würde. Ja. Hallo, was macht die Kunst, baldiger Champ? Lass mich mal deinen Trainerkoffer sehen. Wie viele Orden hast du schon? 1, 2, 3. Wow, du hast schon 7. 7 auf einen Streich, nee, hintereinander. Das heißt ja, wenn du diesen Arena-Leiter besiegst, bist du bereits auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Dann ist dies auch das letzte Mal, dass ich dich beraten kann. Also hör mal gut zu, Könntchen. Nur noch dieses eine letzte Mal. Der Arena-Leiter ist ein Meister der Elektro-Pokémon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, denn Rest musst du selbst erledigen. Ach was, sonst hast du mir immer gesagt, zum Beispiel, oh ja, dieser Pokémon-Typ ist nicht sehr effektiv. Diesmal sagst du mir gar nichts, zum Beispiel, Boden-Pokémon haben gute Chancen gegen Elektro-Pokémon, sie werden nicht elektrifiziert, jawoll. Oder zum Beispiel Flug- oder Wasser-Pokémon sind keine gute Wahl. Du bist mir ein guter Berater. Wirst du es bis zum Arena-Leiter schaffen? Bist du ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, So ganz sicher wie ein Sicherheitsgurt. Pass mal auf. Ich halte auch genauso gut fest. Vielleicht sollte ich eigentlich lieber... Chargon da... Warum wollte ich Chartrago sagen? Das Pokémon gibt's auch, aber in der 5. Generation. Ja doch, Chargon, sein Name fängt das schon an. So. Oh nein, das verwirrt doch, oder? Bitte Kuss. Puh, nee! Eichhörnchen Küsse! Lies dies. Ich habe immer noch die Theorie, dass die Seuche bei Sorkin Dead irgendwie durch Eichhörnchen zustande gekommen ist, dass die da an denen experimentiert haben. Eines ist ausgebrochen, hat einen Menschen gebissen und der wurde so... Walker. Ich werde sowas von lachen, wenn das wirklich der Fall ist. Na gut, nicht unbedingt Eichhörnchen, aber wenn es irgendwie mit Nagetieren zu tun hat.
Ich werde sowas von lachen, nie, weil ich es gewusst habe. Na ja, mal abwarten. Und ich rede von den spielenden Telltale Games. Also, was ja teilweise auf der Serie basiert. Die Zahnräder drehen und drehen sich. Ich drehe mich nach unten und bin raus. Und ich drehe gleich durch. Oh Mann, ich bin ein Lurch. Der Trickübergang unserer Arena verursacht den meisten Kopfzerbrechen. Echt? Also ich kann damit arbeiten. Ich kann damit arbeiten. Im Grunde ist ja so, wenn ich gegen jeden Trainer kämpfe, dann komme ich auch an mein Ziel. Also, da kann ich noch nicht. Okay. Also, stimmt. Aber so. Aber so. Ist es jetzt richtig? Jawohl, ist richtig. Dies ist die härteste Arena in der gesamten Sinnoh-Region. Deshalb bin ich hier. Ich will die besten Kampftechniken lernen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schaffe das sogar im Einparty-Arena. Die haben ja alle nur einen Pokémon. Aber ich habe schon mal doch gedacht, ein Magneton. Es hat nicht die Fähigkeit Schwebe. Stimmt, ja, es hat nicht die Fähigkeit Schwebe. X-Tempo. Ja. Bist du schnell genug, um dem hier auszuweichen? Eine Attacke, die den Erdboden zum Rabbeln und Schrabbeln bringt. Anscheinend nicht. Okidoki. Loki. Oh, Level 45 ist erreicht. Das wäre es ja, wenn sich Shago nach dem Arena-Kampf weiterentwickeln würde. Sowas finde ich ja immer jajo. Könnte knapp werden, vielleicht. Du bist ganz schön stark. Danke. Du bist ganz schön schlau, das zu erkennen. Gar nicht eingebildet. Du hast mir bewiesen, dass ich immer noch viel lernen muss. Die Welt der Pokémon ist nicht so einfach zu durchschauen, wie ich dachte. Nicht so einfach zu durchzuschauen. Ob es Pokémon sind? Oder Frauen? Oder vielleicht der... Oder vielleicht der Kuchen von der Tante Emma. Alles nicht so durchschauen. Nee. Ich will gewinnen. Und diesen anderen lege ich in meine Gitarre. Ich will gewinnen. Diese Leidenschaft verpflichtet auch meine Pokémon. Jetzt weiß ich nicht, was du für Pokémon hast, sonst hätte ich den Schrei gemacht. Du hast ein Magnetilo. Wie klingt Magnetilo? Ich kenn's ja nur im Anime. Es gibt ja den Poké-Rap. Und es gab es ja auch in diesem... Und... In diesem Formfilm von Pokémon, der Film. Pokémon... Wie war das nochmal? Pikachus Ferien, gab es ja diese Übergänge. Die fand ich cool gemacht. Da gab es zum Beispiel auch dieses Magnetilo. Wo immer mehr Magnetilos gekommen sind und am Schluss Magnetilo. Wie wär's mal mit dem Poké-Rap? Wirklich mit Pokémon, also wo man nur die Namen der Pokémon verwendet. Magnetil, also so im Grunde gerade eben. Oh, was ist denn da links? Ausverkauf? Gibt's da Plätzchen? Gibt's da was zum Anprobieren? Ausprobieren? Mein Gott, draußen scheint gerade bei mir die Sonne. Ich bin gerade in meinem eigenen kleinen Sonnenweg. Das ist wohl eher ein Sonnenwitz. Oh je, Angriff steigt stark, dann bin ich verwehrt. Du bist verwirrt. Moment. Pass mal auf. Setz Schlitz ein und kratz dich nicht selbst. Guter Junge. Feiner Junge. Ja, so mich brav. Diesen lieber kleiner böser Dino. Dino Drache. Hi, du Hai. Dann treffen sich ein Hai und Kuckuck, sagt der Kuckuck zum Hai. Hai, sagt der Kuckuck zum Hai. Kuckuck. Nee, Moment, halt, stopp. Ah, jetzt hab ich's durcheinander gebracht. Och, Jovo. Wo warst du wieder mit den Gedanken? Wo warst du wieder? Draußen in der Sonne? Wolltest du draußen spielen gehen mit den anderen Kindern? Aber die sind noch alle beschäftigt. Du kannst ja nicht rausgehen. Also du bist so heiß, du hast so helle Haut, da würdest du dich leicht erröten. Röten vor Scham, nein, röten vor der Energie der Sonne, die uns hier Leben spendet, die aber auch Tod und Verderben bringen kann in Form von Waldbränden. Wobei das natürlich auch kommen kann, wenn da halt zu viel trockenes Gras wäre, zu viel trockene Äste. Und das kommt halt einfach durch die Wärme. Oder wenn es zu wenig regnet, das heißt Regen und Sonne, das ist beides, was man braucht. Wir konnten nicht siegen, keine Zugabe von uns. Oh komm, Zugabe. Der Siegeswille eines Trainers. Wenn du ihn nicht verlierst, gibt es so gut wie keine Grenzen für dich. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Du bist kein normales Pokémon, das weiß ich. Aber dennoch, hier mit dir. Sieh dir nur an, wie ich rumlaufe.
man sieht ja wohl, dass ich krass drauf bin. Ey, du voll krass, ey, hier hat ein Pikachu Outfit an. Mein Dios mio. Da habe ich gerade hier mein Imbagato-Mantel zu Hause gelassen und mit meiner Impoleon-Kappe. Ich habe sie schon wieder auf den Bildschirm gespuckt. Moment, ich mache hier mal Futze. Und so ist weg. Ah ja. Da sieht man schön. Weibliches Pikachu. Ein herzförmiger Schwanz. Ah ja. Wenn es euch berührt. Ah, dann verlebt euch auf die an Ort und Stelle. Dios mio. Dann kann er sogar bald Level 46. Schargon, du kannst wirklich aufblühen. Wow. Blühe auf. Zeige der Welt deine Klauen und deine Zähne. Und beißt du. Nam 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 nam. Hast du es eigentlich jetzt mit einer einzigen Attacke bewegt? Echt jetzt? Ja, Schargon, du bist eine kleine Bestie. Darauf stehe ich. Yeah. Würde ich sagen, ich habe machoistische Züge? Nee. Ich kenne das zwar von früher, wenn ich mich mit meinem Bruder gekloppt habe. Mal so aus Lust und Laune. Und dann habe ich eher gelacht. Auch wenn er mich zum Beispiel auf mir saß und also nicht auf die angenehme Weise saß und dann. Aber dennoch. Ich habe solche Sachen mal gesehen. Also zumindest mal Bilder und. Würde ich da sagen, das würde mir gefallen? Nö, dann würde ich sagen, Bad Touch, Stranger Danger. Wenn ihr ja satt ist, anderen gerne für Schmerzen zufügen, jetzt ist das, wenn man da einen Codewort hat, was man sagen kann, wenn es zu viel wird, okay, dann könnte ich vielleicht damit arbeiten. Aber im normalen Fall, bin ich schon leider herzlich. Herzlich, zärtlich, schmerzlich. Ich habe das ernst gemeint. Lach mich nicht aus. Das habe ich selbst nicht gelesen. Zieh mich so krass an, um ein Gefühl wie die Spannung von Pokémon zu bekommen. Möchtest du das auch mal probieren? Also was soll ich denn gehen hier? Als was würde ich mich verkleiden? Als was würde ich mich verkleiden? Lass mich überlegen. Als was würde ich mich verkleiden? Lasst mich überlegen. Das ist falsch. Entschuldigung. Als welches Pokémon? Moment, lesen wir erstmal, dann überlege ich mir. Ich suche nicht nur nach starken Trainern, mit denen ich kämpfen kann. Nur das Adrenalinstoß, deswegen kämpfe ich. Ich will ihn mich spüren. Oh, den Adrenalin. Hallo, ich bin Adrian. Nachname Lin. Das habe ich ja schon gesehen. Bilder, Fanarts mit Pokémon, die. Wo man auf der einen Seite Pokémon sieht, auf der anderen Seite Menschen, die Kostüme oder beziehungsweise Kleidung tragen, wie die Pokémon. Was würde mir da gut gefallen? Wahrscheinlich ein Outfit wie es Bounce, also das neue Pokémon aus Sonne und Mond. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wie seine letzte Entwicklungsstufe aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sowas wie, dass seine Gefiedern einem Frack oder so ähneln könnte. Weil seine Grundstufe hat ja sowas wie eine Fliege, also aus Blättern. Daher könnte seine letzte Entwicklungsstufe in die Richtung so aussehen. Und dann, da hätte ich vielleicht sowas in der Art. Ja. Schön in braun und grün. Warum nicht? Eigentlich habe ich sonst keine braun-grünen Sachen. Ich bin... Oh, das ist gut. Wenn ein Pokémon Schaufel einsetzt, macht Erdbeben sogar noch mehr Schaden. Das war der falsche Zug. Das freut mich jetzt, das freut mich jetzt. Du denkst, du weißt aus? Nee, du bist immer eine Falle geschaufelt. Du hast dir gerade dein eigenes Grab geschaufelt, Freundchen. Du kannst mal unter der Erde bleiben, du gehörst auch hin. Booyah! Deine Kraft ist beeindruckend. Sie hat mich ganz in ihren Bann gezogen. Oh ja, Robin, mein Bannenschätzchen. Was ist verdammt nochmal mit mir los heute? Ich bin so dankbar, dass es Pokémon gibt. Es gibt nicht viel, das in mir die gleiche Begeisterung auslöst wie Pokémon. Na, eine Nacht mit mir und dann wirst du das vielleicht anders sehen. Halt, verdammt nochmal die Klappe, Joe. Was redest du denn da für Zeug? Fump! Das hat unser Arenaleiter mit Arena angestellt, als ihm langweilig war. Fump? Ich würde ja sagen, pling! Das wird doch eher hier diese Atmosphäre beschreiben. Meinst du nicht auch? Ja, genau, hast recht, Robot. Dankeschön, Chargon. Deine Meinung ist mir wichtig. So, wir sind kurz vorm Arenaleiter.
Soll ich dann nochmal rausgehen, meine Pokémon auffrischen? Ha, du mit deiner Grimasse. spitze Zähne, rote Augen. Darüber könnten wir uns paugen. Das ist ein neues Wort. Habe ich gerade erfunden. Paugen, das bedeutet, darüber könnten wir uns hier wild gestikulierend streiten. Ob das wirklich eine Grimasse ist. Ich kann bessere Grimassen. Oh ja, das kann ich. Oh ja, das kann ich. Oh. Es könnte knapp werden, aber ich glaube nicht, dass... Oder, nein, jetzt habe ich mich wieder verhaftet. Es wäre schön, aber es wird wahrscheinlich sehr knapp daran vorbeilaufen, dass Chargon den Level bekommt nach dem Arena-Kampf. Es verwirrt. Bitte kratzen, aber den richtigen. Das war nicht der richtige. Ah, stimmt, er hat ja Grimasse und Angeberei. Er hat wahrscheinlich keine anderen Attacken, die er in dem Fall einsetzen kann, hä? Chargon nicht verwirrt? Pass mal auf die Engine auf. Spieß sie auf! Genau, das größte Engine von allen. Ich bin überrascht. Ich hatte gar nicht dran gedacht, dass das nur ein... ich hatte ihn ja schon vorher geschwächt. Kapling! Komm schon, sprich mir nach. Uns fehlt Energie. Nein, uns fehlte sogar noch mehr. Der Siegeswille war uns abhanden gekommen. Der Siegeswille, ja, wo ist er denn? Sollen wir irgendwie eine Annonce aufmachen, oder? Wie mache ich das denn jetzt? Achso. Richtig. Okay. Aber so. Und vielleicht so? Nein? So vielleicht? Nö? Achso, ich muss da die Treppe runter, okay. Die Treppe muss ich runter, und wieder haut da hoch, 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 zu gehen. Mal sehen. Einmal so Brank. Und jetzt vielleicht hier einmal Kumumilch. Wunderbar. Chargon macht es hier im Alleingang, sage ich euch. Im Alleingang. Danach noch so eine AP auffrischen und dann geht's los zum Arena-Kampf, würde ich sagen. Ich bin mir überrascht, dass du es so weit gebracht hast. Aber ja, es ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Joa, verkaufe das Fell des Bären nicht, bevor du ihn nicht erlegt hast, mein Freund. Das habe ich oft zu spät erfahren. Das meine ich nicht. Das habe ich selber oft erfahren. Und zwar zu spät. Dass man hier nicht Sachen sagen sollte, wobei man nicht weiß, ob das wirklich gut geht. Oder so. Interessant, dass es Eisenschweif einsetzt. Überhaupt, dass es Eisenschweif beherrscht. Für welchen Fall? Gestein-Pokémon? Ne. Ist ja interessant, gegen Gestein-Pokémon sind ja Elektroattacken im Grunde normal. Sie machen normalen Schaden. Nur meistens sind die Gestein-Pokémon ja auch noch Typ Boden. Und dann sind sie nicht effektiv. Alles klar, und ein Magneton und dann wäre es Level 47. Oh, das, oder nein? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, das ist ja dann zu knapp. Wird wieder knapp Level an dem Level sein. Und ich glaube, der Arena-Leiter hat er 4 Pokémon, hat er 5, hat er 3? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Ich schätze mal 4 Pokémon. Und es könnte dennoch knapp werden dann. Aber hoffen wir mal aufs Beste. Vielleicht überrascht du mich ja. Und habe ich es mir noch gedacht. Was macht deine Pokémon so besonders? Ausreichendes Training und Vertrauen. Du bist ein sehr starker Herausforderer und Trainer. Dankeschön. So, jetzt bin ich zurück. Ach, jetzt kann ich mit dir kämpfen und dann kann er den Level sogar kriegen. Dann haben wir gute Hoffnung, dass er sich nach dem Arena-Kampf entwickelt. Oh, ich freue mich drauf. Als Trainer oder Gitarrist brauchst du Hingabe und Engagement, um dein Können weiter zu verbessern. Und auch ein bisschen hier ein Trill. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man, dieses Reitschuh sieht so pullig aus. Echt so pullig. So pullig. Ich möchte nur knuddeln und flubbern und knuddeln. Also knuddeln. Einmal ist knuddeln, einmal ist kuddeln. Das ist so mit ihm in einer Kugel zusammenrollen. So wie im Badge zusammen. Nur Achtung, nicht ärgern, ansonsten macht's Fitz. Okay, was soll ich jetzt machen? So bin ich wieder zurückgegangen. Natürlich, der letzte Schlag paralysiert das Boden-Pokémon, was sonst keine Resistenz gegenüber Elektro-Attacken hat. Natürlich, das macht sowas von Sinn.
Level 47. Aldrio. Mein Körner hat mich im Stich gelassen. Ich wollte nicht im Einklang mit mir. Moment, da könnte ich dir helfen. Sing mir nach. Man schwittet Rock'n'Roll, wenn man dich kämpfen sieht. Sag mal, bist du vielleicht ein Rock-Fan? Also, Rock-Fan? Na gut, ich höre gerne Queen. Das ist, denke ich, Rock, oder? Ist das Rock? Ja doch, ich glaube, das ist Rock. Okay, Elixier, alle Attacken auf. Prima, genau das, was ich brauchte. Und nun ist es so, als wäre nichts gewesen. Schön, schön, schön. Okay, wie mache ich das jetzt? Ist es so vielleicht richtig? Musste einfach nur diese Treppe ganz sein? Tatsache, das war es. Das war alles, was ich brauchte. Nur, meine Damen und Herren, der letzte Arena-Kampf gegen Volkner, der Arena-Leiter von Sonnewick, beginnt jetzt. Nun denn, Herausforderer. Es gibt nicht viele Trainer, die es schaffen, mich herauszufordern. Und die meisten hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Ha. Ich bin Arena-Leiter Volkner. Man sagt, ich wäre der beste Arena-Leiter in ganz Sinnoh, aber... Aber genug. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Hoffentlich bist du ein Trainer, der sich eines Duells mit mir als würdig erweist. Na, pass mal auf, du. Der ist langweilig. Ich bin hier von ein leidenschaftlicher Entertainer. Komm hoch von deinem Proposal und schau mich an. Nicht so über die Schulter, bitte. Oh, ein Blitzer. Oh, ein Blitzer hast du natürlich, daran erinnere ich mich. Alles klar, 4 Pokémon hast du. Auch ein Schleif. Okay. Und Schargon ist auch stark genug. Gut, gut, gut. Ich denke, meine Lieben. Welche Pokémon hat er? Ich glaube, er hat Blitzer, er hat Luxtra, er hat White Raichu und dann wahrscheinlich ein Magneton. Ich denke, dieser Kuchen ist gegessen. Und zwar mit Zeit und Genuss. Mit einem schönen Glas von köstlichem Saft. Genau, Luxtra bringt er jetzt sein stärkstes Pokémon, glaube ich. Oder? Level 48, jawohl. Nochmal Erdbeben, komm schon, sogar schneller. Ich bin schneller als... Mein Schargon ist schneller als Luxtra. Aldrio. So. Komm schon. Oh. Oh, du hast ausgehalten. Eistan. Oh. Kann es sein, dass die Spielentwickler sich darauf eingestellt haben, dass wenn man Schargon in der letzten Arena einsetzt? Das ist aber ziemlich weit ausgeholt, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. So, Onkel Wolf. Ich hoffe, du hältst es durch. Ich kapiere schon, ihr seid zäh. Weil da können wir mithalten. Ach ja, Zahn gegen Zahn? Moment. So, Onkel Wolf, es tut mir leid, weil du jetzt besiegt wirst, aber... Schargon braucht die Erfahrung. Au, 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 au. Aber du bist doch zäh. Du beißt zurück. Ach, du liebes bisschen. Hey, du bist auch schneller als Luxtra. Aber leider ist dein Zahn nicht feurig genug. Da musst du mehr Tabasco essen fürs nächste Mal. Okay, dankeschön. Keine Sorge. Das Training wird dich aufbuscheln. So. Wir haben ja schon gesehen. Schargon ist schneller. Er setzt Übertrag ein. Alles klar. Aber ich greife einmal an und ich greife dann ein zweites Mal an. Und dann... ist die Sache auch mit Luxtra vorbei. Sollte ich dann auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und Erdbeben einsetzen? Sehr effektiv? Ja, sollte ich. Baboom. So. Deshalb hat er Luxtra eingesetzt wegen Eisschein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber nun ist auch dein Pokémon, was gegen mein bestes Pokémon in diesem Falle ankommen könnte, nicht mehr. Auf die Ersatzbank mit dir. Ach nee, der hat ja Elevoltik. Oh, kann Elevoltik Eishieb erlernen? Nee, ich glaube, der kann Feuerschlag erlernen. Ruckzucküb? Ja, mehr kann. Das ist halt das Tolle. Wenn man einen Pokémon-Typ einsetzt, gegen den die gegnerischen Attacken keine Auswirkungen haben. Er kann viele seiner guten Attacken nicht einsetzen. Weil es ein Bodentyp ist. Alter Falter. Höre ich dein Telefon? Moment, Leute. Ich höre ein Telefon. Ich hoffe nicht mal, dass... Ich hoffe nicht, dass es für mich ist. Ach, ey, Gigastoß. Moment, klingelt noch?
Okay, meine Lieben, hier ein kleiner. Ich bin mal kurz weg von dem Mikrofon. Bis gleich. So, da sind wir wieder dran am Mikrofon. Das war irgendein Arztanruf, aber ich glaube ja, das hatte was mit meiner Mutter zu tun. Wenn ich glaube schon, weil den Namen nicht gehört habe, den habe ich noch nicht mit mir im Zusammenhang gesehen. Oh, das erinnert mich jetzt aber an den Kampf aus dem Anime, wo Ash gegen Paul antritt. Mit Panferno, was er vorher Paul gehört hat, und seinem Elevojack, was er im Grunde der Rivale von Panferno ist. Ah, ja. Ich hätte wahrscheinlich erstmal Chargon wiederbeleben sollen, damit es Erfahrungspunkte kriegt. Nun gut, nun gut. So, sein letztes Pokémon. Hier ist sie, meine Trumpfkarte. Nee, das war eigentlich Luxtra, aber das habe ich ja schon besiegt. Tja. Jokoban, das kommt durcheinander bekommen. Jokoban durcheinander kriegen. Ja, ja, ja. Fokusstoß. Oh, und es trifft auch noch. Eine starke Attacke, wenig Genauigkeit. Na, wenn du es mal hast, du Glück gehabt, hä? Und es senkt auch noch die Spezialverteidigung. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vielleicht sollte ich Son Goku absichtlich verlieren lassen, damit dann Chargon alle Erfahrungspunkte kriegt. Wäre zwar ein bisschen fies, ich weiß, aber... Na, ich habe mir gerade ein Ziel gesetzt und ich möchte es erreichen. So, und Dunkelklaue. Okzuki, naja. Gutes Timing. Ganz ehrlich, gutes Timing. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Aber ich, dass er zweimal mit Fokusstoß trifft... falsche Taste, bin zu schnell, vorbei. Miau. Nochmal, dreimal hintereinander? Bitte, was? Und Vogelstoß soll eine geringe Genauigkeit haben? Das glaubt dir doch keiner, mein Freund. Außer es trägt ein Item, was deine Genauigkeit verbessert. Aber das wäre mir neu, dass sie Items tragen, außer Beeren. Also andere Items tragen, abgesehen von Beeren. Und? Ah, leider nicht. Wäre auch zu schon gewesen. Du hast mich besiegt. Dein Wille und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon. Ich war von diesem Kampf ganz begeistert. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Jovo gewinnt 12.000 und... Das war der aufregendste Kampf seit... Ich weiß nicht mehr wann. So wie du und dein Team kämpfen. Ihr habt eine... Abenteuerliche Zukunft für euch. Könnte es tatsächlich sehr weit bringen. Hier ist dein 8. Orden. Den hast du dir redlich verdient. Woher weißt du, dass es mein 8. Orden ist? Im Anime, soweit ich weiß, ist es möglich, dass es auch mehr als 8 verschiedene Arenen gibt. Joe hält den Lichtorden von Falkner Nummer 8 in Besitz. Dich kein Witz. Mit dem Lichtorden kannst du nun die versteckte Maschine Kaskade verwenden, wenn du nicht kämpfst. Kaskade ist insbesondere... in der Pokémon-Liga von größter Bedeutung, da dir alle 8 Ohren verliehen wurden, gehorchen der Pokémon jeglicher Level ohne Ausmaße. Außerdem möchte ich, dass du das hier an dich nimmst. Team 57 erhalten, das ist, Ladungsstoß, glaube ich? Ladestrahl. Genau, Ladestrahl, das war's. Es kann den Spezialangriff erhöhen und ist spannungsgeladen. Als nächstes hast du die Pokémon-Liga vor dir. Überquere das Meer und bahne dir deinen Weg durch die Siegestraße. Danke der ganzen Pokémon-Liga, wie gut du dein Team im Griff hast. Selbst die Top 4 können deine Herausforderung nicht ablehnen. Das wäre ja umso schöner, ich komme hin und dann heißt, nö, wir haben keine Lust. Geh mal schnell wieder nach Hause, Bübsche. Das wäre es ja, ganz ehrlich. So, wie komme ich heute wieder zurück? Aber so. Aber so. Aber hier. Alles klar, ich glaube, jetzt wird da noch Ignaz vor der Arena warten. Also vor der Arena bei auf uns warten, so rum. Aber erstmal, dein Kommentar. Hey, nein! Oh, ist jetzt schon wieder Abend? Habe ich so lange gebraucht. Oh, Jovo, hast du den Arena-Leiter besiegt? War ja wohl klar. Aber weißt du was? Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Willst du wissen, warum? Nun ja, Joe und deine Pokémon haben das Potenzial, noch viel mehr zu erreichen. Doch ich bin stolz auf dich. Ganze 8 Sinnohren. Spitzenleistung, Kindchen. So, und um das hier jetzt genügend zu feiern, bevor ich den Part beende, passt mal auf. Moment. Hä?
Nein, niesen tue ich jetzt nicht. So. Ach je. So, jetzt muss ich erstmal gut putzen. Und dann habe ich euch ja gesagt, oder habe ich schon mal gespielt? Ich glaube nicht, man kann mit den Ohren hier all meine Händchen spielen. Das möchte ich noch gerne machen. Aber da musst du nicht schön blitzen, damit sie schön Ding-Ding machen können. Einmal. Okay, jetzt was weiter. Ganz schnell, wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 236.867 Poké-Dollar. Mein lieber Shoddy, das ist sehr viel Kohle. Echt, da sehe ich es ja jetzt. Am 7. Januar 2016 habe ich dieses Abenteuer gestartet. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich jetzt im Juli beenden. Das heißt, also insgesamt hat das Projekt, ja, 7 Monate gedauert. Und zwar ohne Pausen dazwischen. Ich habe halt alle Tage, wo die Videos geplant waren, kamen die Videos auch. Aber ich, da denke ich mir, boah. Ich weiß, natürlich würde ich jetzt mal Videos bringen zu Pokémon. Wäre das Projekt auch schneller vorbei, aber hey, das ist ja sozusagen das Sonderprojekt. Was nicht an jedem Tag kommt. Schon leckerer, schöner Leckerbissen. Ja, leckerer, schöner Besen. Und ja, so habe ich nämlich auch genug Zeit zwischendrin, zum Beispiel zu trainieren, damit ich dann nicht zu sehr immer auf die Schnauze falle. Und ja, dann habt ihr auch ein bisschen mehr davon. Oder länger davon. Und natürlich geht es danach auch wieder mit Pokémon weiter, weil ich glaube, ich würde wirklich als Zwischenprojekte immer wieder Pokémon machen. Ja. Wenn ihr Spaß dran habt, freut es mich sehr, weil ich habe wirklich Spaß daran, das auch nochmal so zu spielen und dabei auch nochmal meine Gedanken zu äußern, ob es nun neue Gedanken sind von Sachen, die ich vorher noch gar nicht mal kannte, die ich vorher noch gar nicht kannte oder nicht mehr kannte, oder einfach Sachen, die ich schon kannte und ich nochmal aufgreifen kann. Ja. Es ist ein anderes Feeling. Genauso wie als ich, was war das nochmal? Keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. So. So, acht schöne Arena-Ohren in meiner kleinen Box. Gut. Und nun, haltet euch die Ohren zu. Moment. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Oh, ich freue mich auf Freudentränen. Gut, meine Damen und Herren, das war Pokémon Platin für heute. Wieder eine lange Ausgabe dafür. Alle Arena-Orden sind nun mein nächstes Ziel, Pokémon Liga. Genau dort in der Richtung. Stimmt, von der Jasmin kriegen wir die VM-Kaskade, die wir brauchen, um Richtung Pokémon-Liga reisen zu können. Das aber alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich hier der König von, ja, Sinnoh wäre. Ja, Entschuldigung, der musste sein. Also, bis dahin, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. And goodbye. I love to entertain you. Habe ich alles gesagt? Habe ich. Gut. Tschüssikowski.